Der hannoversche Künstler Edin Bajoric hat mit Kindern und Jugendlichen aus der Region eine ganz eigene Definition zum Thema Zuhause und Heimat erarbeitet. In dem dreimonatigen Workshop Unter meinem Dach sollten junge Menschen etwas über die Bedeutsamkeit des eigenen Zuhauses lernen. Was dabei rausgekommen ist und inwiefern die Kinder ihr eigenes Zuhause bauen sollten, das weiß Annika Arndt. Was macht mein Zuhause aus? Was brauche ich, um mich sicher und geborgen zu fühlen? Diese Frage beantwortet ein Kunstprojekt der Initiative Kunst und Warum e.V. für Kinder und Jugendliche mit dem Projekt Unter meinem Dach. Rund 500 Schüler aus Hannover nehmen daran teil. Edin Bajoric erklärt, wie das Projekt ins Leben gerufen wurde. Hintergründe beginnen bei mir persönlich auch. Also ich komme gebürtig aus Bosnien und habe mein Zuhause verlassen müssen, abrupt verlassen müssen und habe mich mit diesen Gedanken auseinandersetzen müssen als 12-Jähriger. So, was macht mein Zuhause aus und was kann ich mitnehmen, damit ich woanders wieder mein Zuhause habe? Mich macht es neugierig, wie gehen junge Menschen mit dieser selbstverständlichen Sache, das eigene Zuhause, das eigene Dach. Viele Dinge sind einfach da und wie gehen sie damit um? Es gilt, das eigene Zuhause am Ende in einem einfachen Gurkenglas darzustellen. Auf dem Weg dorthin gibt es für die Kinder verschiedene Stationen zu entdecken. Dies nehmen die Kinder mit großer Freude und Begeisterung an. Dass wir hier auch was lernen und dann halt zum Schluss und zu Hause halt im Glas machen, und das finde ich halt cool. Also, dass man hier kreativ sein kann, man kann Ideen nehmen. An der Fotostation kann jeder sein eigenes Lichthaus verwirklichen. Nicht nur die Kinder malen ihre Häuser, auch wir dürfen es ausprobieren. Später darf jeder sein persönliches Haus in Form eines Fotos als Andenken mitnehmen. Auch außerhalb der Werkstatt wird das Projekt weitergeführt. Das ist ein soziokulturelles Kinder- und Jugendkunstprojekt. Und es ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Wir sind jetzt hier in einer Werkstatt, in unserer Werkstatt, wo wir arbeiten. Und zu diesem Thema Unter mein Dach und die Dinge, die erarbeitet werden, kommen danach in eine Ausstellung. Durch finanzielle Unterstützung und starke Partner ist das Projekt unter der Leitung von Edin Bajoric und Christian Donner erst ermöglicht worden. Einschließlich bis zum 7. Juni ist die Werkstatt jeden Sonntag von 12 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Ab dem 10. Juli können die fertigen Projekte in der Galerie der Nord-LB und der Ägidienkirche besichtigt werden.